Juan Manuel liebt es, im Krankenhaus zu arbeiten. Er nimmt sich gerne Zeit für seine Patienten, damit sie sich wohlfühlen, ihre Krankheitsbilder und Behandlungsmethoden verstehen. Aber sich mit solch einer Hingabe um Patienten zu kümmern, fällt dem kolumbianischen Medizinpersonal immer schwerer. Uno de cada cuatro. Jeder vierte Angestellte im Gesundheitssystem ist unglücklich und hat Burnout-Symptome. Eines unserer größten Probleme ist die schlechte Bezahlung. Manche von uns müssen zwei oder sogar drei Jobs annehmen, um über die Runden zu kommen. Aber überarbeitete und unterbezahlte Ärzte und Pflegepersonal sind nicht die einzigen, die sich von Kolumbiens Gesundheitssystem im Stich gelassen fühlen. Sogar in der Hauptstadt Bogota mit zahlreichen Krankenhäusern und Kliniken ist es für Patienten manchmal unmöglich, selbst lebensnotwendige Termine zu bekommen. Ich rufe jeden Tag im Krankenhaus an und flehe sie an, bitte, ich habe multiple Sklerose, ich muss behandelt werden, aber sie haben keine Termine frei. Einen Termin bekommt man erst ein bis drei Monate später. Es ist furchtbar. Das Gesundheitssystem hier ist grauenvoll. Wenn Sie Kopf- oder Fußschmerzen haben, dann ist das okay. Aber bei etwas Schwerwiegenderem niemals. Strukturelle Schwächen haben die Probleme verursacht. Im Gesundheitssystem des Landes geben private Versicherer den Ton an. Viele dieser Vermittler zwischen Patienten und Ärzten haben in der Vergangenheit Schlagzeilen wegen Korruption gemacht. Laut der Präsidentin von Bogotas Ärztevereinigung haben sie das System pervertiert. Je weniger Leistung sie bringen, desto mehr verdienen sie. Also verweigern sie Behandlungsmaßnahmen oder stimmen ihnen erst zu, wenn der Zustand des Patienten sich stark verschlechtert hat. Manchmal bewilligen sie gar keine Therapie, das ist die Wahrheit. Der unwiderlegbare Beweis sind die über 200.000 juristischen Beschwerden, die jedes Jahr von Menschen eingereicht werden, die nicht die Versorgung bekommen haben, die ihnen zustand. Notwendige Behandlungsmaßnahmen ohne Grund verweigert. Eine gängige Praxis, die um ein Haar die Familie dieser jungen Frau zerstört hätte. Ihr Bruder zeigte besorgniserregende Symptome, aber die Ärzte durften keine Tests durchführen. Seine Versicherung hat 7 Monate gebraucht, um einen CT zu bewilligen. Von Januar bis August. Und als sie dann endlich die Ergebnisse hatten, stellte sich heraus, dass er einen Hirntumor hat. Es war eine sehr schwierige Zeit für uns. Denn als wir erfuhren, dass er einen Tumor hat, hatte er bereits sein Gehör verloren und irreparable Hirnschäden erlitten. Mariana ist selbst Krankenschwester und hat an den Protestmärschen teilgenommen. In zweifacher Hinsicht betroffen von den Unzulänglichkeiten des Gesundheitssystems, setzt sie sich dafür ein, dass die Kolumbianer weiter für einen Wandel kämpfen. Ich glaube fest daran, dass sich eines Tages etwas verändern wird. Vielleicht nicht genau so, wie wir es wollen. Das wäre perfekt, aber daran glaube ich nicht. Aber irgendein Wandel wird kommen, auch wenn er minimal ist. Momentan scheint die Regierung nicht einlenken zu wollen, aber in den Wartezimmern und auf den Straßen sind die Kolumbianer am Ende ihrer Geduld.